Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zum letzten Mal hier auch, keine Ahnung, von irgendeinem Vorplatz hier im Skigebiet. Denn ja, wenn ihr das Video seht, dann bin ich wahrscheinlich gerade auf der Rückreise oder ich bin schon zu Hause. Je nachdem, wie schnell ich es schaffe, dieses Video hochzuladen. Ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein ins Event, ins Luna-Event. Da habe ich noch ein bisschen was abzuholen, da kann ich noch ein bisschen was öffnen. Da habe ich ja auch schon in den letzten paar Videos gezeigt, wie da so bei mir der Stand ist, dass ich da ziemlich viele Punkte noch übrig habe, die ich ausgeben kann. Und das werden wir auf jeden Fall auch hier gleich heute nochmal machen. Ich habe 630 Punkte, das ist eine ordentliche Menge, würde ich mal behaupten. Und ich glaube, da können wir jetzt nochmal gleich ordentlich auch reingehen. Ich muss hier noch ein bisschen was machen, okay. Ich weiß, ihr seid wahrscheinlich alle auch ein bisschen weiter als ich bei dieser Bank tatsächlich hier, bei der FIFA Points Bank, was auch immer. Ich habe mir das mal gegönnt und habe mir mal hier die 600 FIFA Points, ach, FC Points heißen die ja mittlerweile, aber habe ich mir auf jeden Fall mal gegönnt. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das im Endeffekt so gut war, aber ich habe es einfach gemacht und deswegen, ja, gut. Aber ich glaube, das war eigentlich schon ganz gut, aber ich habe leider nicht allzu viel spielen können, deswegen konnte ich halt eben auch nicht alles abholen und deswegen werde ich wahrscheinlich die beste FIFA Points Angebote da nicht bekommen, aber mal sehen. Mal sehen, was noch alles so geht. Ich probiere auf jeden Fall noch durchzukommen, noch zum nächsten das Ganze zu schaffen. Ich glaube, da gibt es dann 1200, aber mal sehen. Erstmal gibt es jetzt hier noch Mascherano für mich oder Mascherano, den hole ich mir hier ab. Sehr gut. Und die restlichen 495 Punkte haue ich jetzt einfach mal hier rein. Bringt vielleicht nicht mehr ganz so viel, aber ich probiere einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und ziehe irgendwas Gutes. Oder bekomme noch was ganz Gutes. Gehe ich jetzt einfach mal hier durch und gebe hier meine Punkte aus, weil was anderes habe ich jetzt eigentlich nicht damit vor. Was soll ich auch noch öffnen? Ich gehe einfach hier schön in dem ganzen Pfad hier durch. Zack, zack. Noch ein bisschen was abholen. Und dann können wir mal schauen. Hier 500... Gems nehme ich natürlich auch nochmal mit. Das ist zum Beispiel auch noch eine ganz gute Sache. Viel bekomme ich jetzt hier aber, glaube ich, sonst nicht weiter. Wenn ich jetzt hier 500 Gems bekomme... vielleicht komme ich sogar noch zu den 90 bis 97ern. Okay, okay, okay. Ja, 115 habe ich da aktuell. Ja, es ist schwierig. Ist auf jeden Fall schwierig. Es fährt hier irgend so ein riesiges Auto vorbei. Perfekt, danke dafür. Ja, also 150 Punkte brauche ich dafür. Wie viel kriege ich denn jetzt eigentlich noch? Und was muss ich dafür tun? Wohlgemerkt, ich habe 115. Ist jetzt nicht allzu viel, aber ich kann ja mal schauen. Ich bekomme noch ein bisschen was. Ich muss ein paar Tore schießen, Tore vorbereiten. Ich muss ein Gratis-Pack. Ja gut, das ist easy. Kann ich ja erstmal schnell hier ein Gratis-Pack abholen. Das kriegen wir ja mal hier ganz schnell hin. Und vor allem der Mondneujahrspass, das ist auch ganz wichtig. Den kriege ich jetzt auch direkt hier hin. Da kann ich auch noch mal ein bisschen was öffnen, wie ich hier sehe. Na gut, nehme ich einfach mal mit hier. Let's go. Vielleicht habe ich ja mal Glück und ziehe irgendwas aus diesem Pack da, was es da gab mit dem bis 85er oder so. Na gut, 376, na gut. Einfach mal mitnehmen hier. Sehr nice. Und das heißt, jetzt können wir reingehen. Ich möchte eigentlich, ich denke mal, um das zu schaffen, noch ein paar Tore zu schießen, könnte ich nochmal schnell reingehen in eine Runde versus Angriff. Und damit ich dann, weil 90 bis 97 würde ich schon ganz, ganz gerne eigentlich öffnen. Da habe ich eigentlich Bock drauf, tatsächlich. Jetzt wurde hier gerade irgend so ein Aggregat oder so angeschaltet. Jetzt war es hier, weiß nicht, ob man das gehört hat hier im Video, aber egal. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein, let's go. Und mal gucken, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier für Gegner bekomme. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, wirklich. Ist ziemlich, ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal 1 gegen 1 oder versus Angriff oder so gespielt habe. Ich hoffe auch, das klappt jetzt hier vom Internet her. Aber ich möchte eigentlich noch 9 Tore schießen, die ich brauche. Ich muss noch 4 Tore vorbereiten, ein Gratis-Pack öffnen und dann sind wir hier auf der sicheren Seite. Und dann kann ich das Ganze einfach mal abholen dann hier. 96er Gegner, warte mal, wie viel habe ich? 98. Sollte machbar sein. Sollte machbar sein. Mein Team kennt ihr ja aus den letzten Videos, da hat sich nicht groß noch was dran geändert, hätte ich euch dann natürlich auch noch gezeigt, ist ja klar. Und jetzt muss ich natürlich auch mal wieder hier reinkommen, so dass ich auch einfach mal wieder ein paar Tore schieße, ein bisschen was hier schaffe. Das wäre ganz wichtig und ganz richtig und ganz gut, weil ich möchte natürlich auch hier so schnell es geht hier durchkommen und natürlich im besten Fall das Ganze auch noch gewinnen. Das wäre natürlich super.
Let's go, jawohl, Frimpong. Frimpong, vor allem der 97er, habe ich mir ja auch erst abgeholt. So, komm, Mbappé. Jawohl. 4 Tore, 5 fehlen noch. 5 Tore brauche ich noch. Haaland. Jawohl. Batz. Zidane. Jawohl, schön. 5. 4 Tore brauche ich noch. Das wäre jetzt perfekt, wenn ich es einfach direkt schaffen würde. Am Ende fehlt irgendwie ein Tor oder so. Jawohl, 3 Tore noch. Das könnte klappen. Es könnte wirklich klappen hier. Dann seid ihr hier live dabei, wie alles funktioniert. Gab es das schon mal, dass alles auf Anhieb funktioniert hat hier? Bei etwas, was ich mir vorgenommen habe. Jawohl, perfekt. 8:6, jetzt fehlt nur noch ein Tor. Und dann haben wir das Ding hier safe. Weil ich glaube, die Vorlagen habe ich auch schon. Die Vorlagen habe ich auch schon und 9:7. Das sieht ja gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das Ding ist over. Also wir haben es. Ich möchte am besten noch jetzt noch gewinnen. Das wäre noch ganz cool. Ich habe ja die ganze Zeit geführt. Also wäre das gar nicht mal so schlecht, wenn ich jetzt hier auch gewinnen würde. Wobei ich sagen muss, dass Mbappé hier wirklich einen super Job macht und ständig hier die Dinger reinhaut. Und vor allem den Kopfball hier. Also super. Perfekt. Ein Spiel, ein Sieg. Klare Sache, wir sind ganz easy hier durchgekommen und das heißt, jetzt kann ich mal schauen, was ich damit jetzt noch hier bekommen kann. Also auf jeden Fall hier Toti Sieger, zack, zack, das ganze Zeug, ja, Toti Shop Pack, was auch immer, kann ich auch noch holen. Muss ich auch noch hier für MNJ, für Mondneuer, muss ich natürlich auch noch hier das Gratis Pack holen. Das war auch noch eine Aufgabe, das heißt, jetzt haben wir das auch alles geschafft hier, perfekt. Und das heißt, wir können auch noch mal reingehen. Hier kriege ich das hier, ich bekomme voll gepackt, ich kriege hier einfach alles hier, einfach alles mitnehmen. Und da bin ich eigentlich schon mal ganz gut jetzt hier mit dabei. Wir gucken mal zum Event, ich glaube nämlich, das müsste es jetzt gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht komplett verkalkuliert habe. Das wäre es ja komplett jetzt hier gewesen, aber ich glaube, wenn ich das richtig sehe, jawohl, abrufen. Nein, ein Tor habe ich nicht hier richtig vorbereitet oder was? Hier fehlt ein Tor, was ich vorbereitet habe. Das kannst doch keinem erzählen hier. Als ob, da waren noch so viele Vorbereitungen mit dabei. Wie kann ich denn jetzt noch schnell ein Tor vorbereiten? Oh Mann, ist das bodenlos. Ey, da waren noch so viele Torvorlagen dabei. Es waren noch safe so viele Torvorlagen dabei. Ey, das ist doch bodenlos. Das ist doch einfach bodenlos. Ja, okay, komm. Leute, wir sehen uns, wenn das am Start ist. Ich mache das schnell nochmal privat hier. Leute, wir haben es geschafft. Ich habe das jetzt nochmal schnell durchgeballert und zack, zack, zack. Ging dann ganz schnell. Nochmal schnell ein Versus-Angriff-Spiel hier geschafft. Und das heißt, jetzt kriege ich auch nochmal ein paar Punkte. Bisschen was dazu. Und jetzt kann ich auch nochmal unten hier und das ganze Zeug hier abrufen. Let's go. Und dann sind wir hier auch voll auf der sicheren Seite. Habe ich auch alles geschafft hier. Und dann können wir auch die 90 plus Packs dort öffnen. Also das eine 90 bis 97er Pack. Mal gucken, was ich drin haben werde. Ich habe ja von einigen von euch schon gehört, dass sie absolutes Packluck hatten. Wenn ihr das auch geöffnet habt, wovon ich ausgehe, dass ihr das schon safe alle geöffnet habt, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr da drin hattet. Und ja. Ey Leute, da gibt es so viele krasse Spieler, die man ziehen kann. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich würde hier eigentlich nur Pelé oder Seedorf spielen. Vielleicht noch Foden, da würde ich dann überlegen. Aber ich glaube tatsächlich nicht, dass ich jetzt hier irgendwie noch was Krasses mitnehmen. Mal gucken. Davis wäre natürlich auch noch geil. Davis würde ich wahrscheinlich auch spielen. Aber sonst, ja gut, Stürmer würde ich vielleicht kurzfristig überlegen dann, ob ich den reinstelle, weil Haaland ist auch nicht mehr ganz so der Beste, ist halt Champions-League-Spieler. Ja, ich gehe einfach mal rein, weil ich glaube, ich ziehe sowieso nur einen 90er oder so, oder einen 91er. Einfach mal gucken, einfach mal reingehen, einfach mal mitnehmen. Vielleicht haben wir ja Glück, vielleicht auch nicht. Und dann gucken wir einfach mal, ob ich da, ja, mal sehen werde. Mal sehen, 150 Punkte, let's go. Gehen wir rein, ich habe Bock, 90 bis 97. Puh, durchatmen. Let's go. Stellt euch vor, einfach jetzt hier drin Pelé. Ich glaube nicht, aber egal. Ich kann jetzt auch nicht hier so ausrasten, weil dann guckt mich hier noch jeder noch dümmer an, wie auch immer. Ich gehe einfach mal rein. Ich habe leider keine Packlackpfeife dabei, aber stellt euch einfach vor, das kam jetzt hier, die Packlackpfeife. Let's go. Zack, wir gehen rein. Komm, komm, komm. Bitte, 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 bitte. Und es ist ein normaler Walkout. Normale Walkout-Animation. Das ist, ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, das ist nicht gut. Ja, 90er. 90er Rakitic, okay. Ganz ehrlich, gut, sowas hätte ich mir jetzt auch überlegen können. Aber so ein Rakitic, das ist halt
Das ist halt bodenlos, ne? Das ist halt bodenlos, aber es ist halt so. Verkaufen kann ich den Mann auch nicht. Und deshalb ist es jetzt einfach mal hier vorbei. Ich würde sagen, ich habe noch ein anderes Pack geöffnet. Das kann ich euch nochmal hier zeigen. Genau, ich habe dieses Pack hier geöffnet. Und ich denke mal, das blende ich euch hier einfach mal ein. Auf geht's, Leute. Ich gehe rein. Ich habe Bock. Ich will einfach wissen, was ich jetzt hier rausbekomme. 87 bis 97, 2x, 10x 80 bis 97. Man hat die Möglichkeit auf einen 95 bis 97er, die ist sehr, sehr gering. Aber es ist, sie ist da. 9375 Gems gebe ich jetzt dafür aus. Ob es das wert ist, was auch immer, werde ich ja danach sehen. Ich kann meinen Packlack absolut nicht einschätzen. Es könnte absolut bodenlos werden, wie so typisch. Es könnte aber auch gut werden, weil ihr wisst ja, ich habe erst vor kurzem hier die Toti-Icon gezogen. Also das ist wirklich krass gewesen. Deswegen schauen wir einfach mal, ob ich hier vielleicht mal wenigstens ein Walkout hier rausbekomme, dass ich dann ungefähr weiß, yo, das Ganze kann wild werden. Ich möchte wenigstens ein Toti-Walkout sehen, das wäre schon echt geil. Ein Toti-Walkout, so safe 90+, weil wenn es ein normaler Walkout ist, dann weiß man eigentlich schon, das Ding ist over. Also, ja, anders kann man das Ganze nicht beschreiben, so. Falls ihr das Pack geöffnet habt, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr bekommen habt daraus. Ich würde mal sagen, wir gehen rein. Ich will einfach mal wissen, was ich jetzt hier anrichten kann. Auch wenn ich sagen muss, 9300 Gems ist wahrscheinlich echt, echt viel dafür. Für den, für das Schmutzzeug, was ich jetzt vielleicht gleich bekommen könnte. Ja, weil ich glaube, die Chance, Wahrscheinlichkeit, was auch immer, unter 1% auf dem 88-Plus-Spieler. Also, ich glaube, ja, da ist nicht so eine große Chance da. Wir können ja mal hoffen. Ich gehe rein, Leute. 9375 Gems sind jetzt weg. Ich habe drauf gedrückt. Puh, bitte einfach irgendwas Gutes. Bitte einfach irgendwas Gutes, wirklich. Aber es wird nichts Gutes. Könnte er mich einfach komplett brechen ohne Walkout. Dann wäre ich so ein gebrochener Mann hier. Let's go. 3, 2, 1. Ich habe keine Packlack-Pfeife gerade hier. Es tut mir leid, aber wir tun jetzt mal so, als ob ich sie gepfiffen hätte, okay? Packlack-Pfeife. Let's go. Und wir gehen rein. Bitte, 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 bitte. Ja, Walkout, komm. Oh nein, es ist kein Toti-Walkout. Ich bin gebrochen. Ja, das ist bodenlos. Das ist bodenlos. Sugawara, oh Gott. Und dahinter, ja, dahinter, es wird safe kein Toti drin sein, oder? Ich drück drauf. Oh, Morata, Shaka. Ist das ein bodenloses Pack? Ist das ein bodenloses Pack, ey? Oh Mann, Alter. Das ist krass, das ist wirklich krass, weil das so schlecht ist. Ey, habt ihr auch so wenig, krass, wenig Packlack gehabt? Oh Mann, schreibt's mal in die Kommentare, Leute. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns doch, denke ich, einfach mal morgen wieder. Morgen wieder ein wildes Video, Leute. Seid dabei. Bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.